natürlich immer ein bisschen schwierig, nach so einer Unterbrechung fortzufahren. Ich hoffe, dass meine Stimme hält. Ich bin ein wenig angeschlagen, allerdings nur, was die Stimme angeht. Wir haben ja nun schon einiges gehört. Wir befinden uns mitten in der Haushaltsdebatte. Die Landesregierung hat fristgemäß den Haushalt eingebracht. Und ich möchte mit meinem Vorredner beginnen, der zwar noch nicht hier ist, aber vielleicht kommt er ja noch, und der eben erklärt hat, es sei überhaupt gar keine Katastrophe, wenn man keinen Haushalt hätte. Das Land sei nicht untergegangen, wir hätten das beim Übergang 2014/15 schon einmal erlebt. Das Land ist vielleicht nicht untergegangen, aber ich fürchte, dass Herr Kemmerich, jetzt ist er da, wie schön, nicht mit den vielen Vereinen, Verbänden gesprochen hat, die genau auf die sogenannten freiwilligen Leistungen angewiesen sind, denn die sind es, die nicht ausgezahlt werden in einer Zeit, wo es keinen Haushalt gibt. Das sind sämtliche Bereiche im Bereich Kultur, Sport, Betreuung, Integration. Und Sie glauben doch nicht ernsthaft, natürlich kann man sozusagen auch nur mit pflichtigen Aufgaben, also der Bezahlung von Personal etc. und der Aufrechterhaltung von öffentlichen Ämtern überleben. Aber das gesellschaftliche, das soziale Leben lebt ja genau davon, dass es eben auch freiwillige Aufgaben gibt. Und das sind keine Ideologieprojekte oder irgendwas, wie uns Herr Kemmerich gerade irgendwie vormachen wollte, sondern das sind ganz essentielle Pfeiler dieser Gesellschaft, die tatsächlich für soziale Arbeit, für kulturelle Arbeit, für Teilhabemöglichkeiten, für Beratung etc. sorgen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Haushalt brauchen. Davon bin ich jedenfalls zutiefst überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, das Haushaltsvolumen ist ja schon genannt worden, es geht um 13,756 Milliarden Euro, das ist also nicht wenig, dass wir auch und gerade in solchen Krisenzeiten, wie in solchen, wo wir uns gerade befinden, nicht sparen dürfen gegen die Krise, jedenfalls nicht an empfindlichen Stellen, weil Ansparen gegen die Krise ganz oft zu noch sehr viel mehr höheren Folgekosten führt. Da nicken sogar manche Haushälter, ich will das nur sehr deutlich machen. Und es ist hier heute noch kaum zur Sprache gekommen, dass wir in den letzten Jahren, Monaten auch ganz besondere Zeiten hatten. Das muss man, glaube ich, schon auch immer noch mit berücksichtigen. Ich will erinnern an den furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit all seinen dramatischen Folgen, und zwar in unterschiedlichster Hinsicht. Ich will erinnern an die Klimakrise, ich will erinnern an die Kostensteigerungen. Und all das muss ein Haushalt natürlich auch abbilden. Und deshalb ist es gar nicht so, dass irgendwelche zusätzlichen Wunschprojekte der Landesregierung jetzt in der Vorlage dazugekommen sind. Und ich habe mir tatsächlich alle Einzelpläne sehr genau angeschaut. Sondern im Prinzip sind wir mehr oder weniger beim Status quo vom letzten Jahr. Das muss man so deutlich sagen. An manchen Stellen geht es ein bisschen runter, an manchen Stellen ein bisschen höher. Das ist aber dann beispielsweise der gestiegenen Zahl von Geflüchteten verschuldet, die wir natürlich auch mit berücksichtigen und zugrunde legen müssen. Vor allem aber sind abgebildet gestiegene Preis- und Personalkosten aus Tarifverhandlungen, wo wir quasi ja gezwungen sind, diese auch nachzuvollziehen, und nachvollziehbare Forderungen der Kommunen. Und insofern muss man ganz deutlich sagen, dass es eben nicht um irgendwelche Wünsch-dir-was-Projekte geht oder ging, sondern dass dieser Haushalt quasi in Anführungszeichen gerade mal das Minimum von dem abbildet, was wir tatsächlich brauchen. Und Frau Taubert hat das ja vorhin sehr eindrücklich vorgestellt. Die Finanzministerin hat auch darauf hingewiesen, dass mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die Haushaltsausgleichsrücklage rechnerisch vollständig aufgebraucht sein wird. Ja, das ist ein Problem, ist aber ehrlich gesagt auch kein ganz neues Problem. Die Beispiele hat Frau Taubert ja benannt, wo wir sowas auch schon erlebt haben. Das macht es nicht unbedingt besser. Aber wie gesagt, diese Gelder sind ja nicht mal eben quasi zum Fenster raus verplant worden, sondern für begründete Kostensteigerungen, die sich abbilden lassen müssen. Und was heute nicht zur Sprache kam, aber was sonst gern von der Opposition bemüht wird, ist, dass Überraschung irgendwann Anfang bis Mitte nächsten Jahres sich herausstellen wird, dass Gelder, die im Jahr 2023 eingeplant waren, gar nicht verausgabt werden können. Die können wir jetzt leider nicht einfach so irgendwie mit dazurechnen, aber wir wissen alle, das wird um mehrere hundert Millionen Euro gehen vermutlich. Und dann wird die Regierung wieder kritisiert dafür, dass sie ja gar nicht das umgesetzt hat, was sie eigentlich umsetzen wollte. Wir hatten die Mittel aber auch nicht zur Verfügung. Und oft gibt es Gründe dafür, weil Ausschreibungsverfahren sehr lange dauern, weil wir Stellen nicht besetzen konnten, weil wir das Personal nicht finden. Das heißt, wir wissen alle, dass es da noch Gelder quasi im Rücklauf geben wird, auch wenn wir die jetzt nicht einrechnen können. Und das ist eine ganz schwierige Situation für uns als Haushaltsgesetzgeber, Gesetzgeberin hier im Landtag, weil wir als Fraktionen im Prinzip faktisch kaum Spiel haben, um den Haushalt substanziell zu verändern. Ich finde das problematisch. Deswegen müssen wir darüber diskutieren, was wir eigentlich tun können, weil es einfach Aufgaben gibt, die uns wichtig erscheinen und die wir auch noch auf die Spur quasi bringen wollen, die aber im Haushalt noch gar nicht abgebildet sind.
Wir sind, wie gesagt, der festen Überzeugung, dass in solchen Krisenzeiten auch über andere Möglichkeiten ernsthaft diskutiert werden muss, wie zum Beispiel Kreditaufnahmen oder auch längere Tilgungsfristen der bestehenden Kredite oder eine Finanzierung aus dem schon bestehenden Sondervermögen möglich ist. Außerdem will ich auf einen noch ganz wichtigen Punkt verweisen, nämlich ein Dauerproblem von sogenannten Projekten. Projekte werden immer nur einjährig gefördert, ein riesiges Problem, weil man weiß, dann werden die ersten Monate des Jahres immer dafür gebraucht, um quasi alle Unterlagen einzureichen, um die Projekte bewilligen zu lassen. Dann können sie endlich ihre Arbeit aufnehmen, wenn sie einen Bewilligungsbescheid haben. Und das letzte Vierteljahr ist eigentlich dafür da, dass sich die Angestellten schon wieder arbeitslos melden müssten, weil sie ja nicht wissen, ob eine weitere Förderung genehmigt wird. Deshalb sagen wir ganz deutlich, wir müssen endlich in die Debatte kommen, dass wir Förderzeiträume verlängern wollen, nämlich auf in der Regel 3 Jahre. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt. Das muss sich in der Landeshaushaltsordnung dann auch abbilden. Und ich bin gespannt, ob wir dazu auch notwendige Mehrheiten finden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir wegkommen müssen von dieser Projektitis, die es ganz vielen immer schwer macht, zu arbeiten. Und natürlich wollen auch wir als Bündnis 90 Grüne Fraktion unsere Schwerpunkte in den Haushaltsberatungen deutlich machen. Es wird Sie jetzt nicht wundern, dass das Zukunftsthemen sind, wie zum Beispiel der ganze große Themenbereich Bildung, der Themenbereich Klima, Demokratie, ich sage es ganz deutlich auch und gerade hier in Thüringen, aber auch Willkommenskultur. Und die letzten Monate haben uns ja sehr deutlich gezeigt, dass die Klimakrise nicht geschlafen hat. Wenn wir nach Libyen schauen, das ist jetzt ein Blick ein bisschen weiter weg, aber auch uns an die extremen Wetterlagen hier in Deutschland beispielsweise erinnern, dann wissen wir alle, der Klimawandel ist längst da. Und wir müssen der Klimakrise entgegensteuern, auch als Land, auch weil wir wissen, dass unsere eigenen Bilanzen da noch gar nicht so gut sind. Das will ich selbstkritisch durchaus sagen. Das heißt, die Probleme sind im Vergleich zu den letzten Jahren mitnichten weniger geworden und uns stehen eben intensive Verhandlungen bevor. Das kann aber nur gelingen, wenn man sich auch ernsthaft als demokratische Fraktionen tatsächlich an einen Tisch setzt und miteinander verhandelt. Und Zeit für taktische Spielchen ist jetzt ganz bestimmt nicht. Dafür sind die zu treffenden Entscheidungen einfach viel zu relevant für das Land und die Bürgerinnen und Bürger. Und ich hoffe wirklich, dass sich auch und gerade die CDU-Fraktion ihrer Verantwortung bewusst wird. So viel Genaues habe ich da leider nicht gehört. Das muss ich so deutlich sagen, weil die polemischen Beispiele, die immer wieder gebracht werden, ich meine, Herr Vogt hat es ja nicht mal nötig, jetzt hier zuzuhören, schade eigentlich, wie zum Beispiel die Lastenradförderung, die gar nicht im Haushalt steht, die bringen Sie nur, um bestimmte Bilder im Kopf zu bedienen. Genauso das Bild von der Terminvergabe der Ärztinnen und Ärzte, als ob der Landeshaushalt auch nur irgendeinen Einfluss auf die Terminvergabe von Ärztinnen und Ärzten hatte. Das ist wirklich einfach irre. Verzeihung. Jetzt lassen Sie mich auf einzelne Schwerpunktthemen trotzdem eingehen. Das erste ist, vielleicht für nicht jeden so klar, aber Europa, Kultur und Medien. Im nächsten Jahr sollen 272.000 Euro und damit so viel wie noch nie für Maßnahmen der Förderung der internationalen Zusammenarbeit bereitgestellt werden. Und wir begrüßen das ausdrücklich, weil wir glauben, dass die Verbreitung des Europagedankens und damit auch das konsequente Einstehen für Demokratie, für Grundrechte, für Rechtsstaatlichkeit und auch der intensive Austausch mit anderen Mitgliedstaaten, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Europäische Union und deren Werte immer wieder in Frage gestellt werden, schlichtweg unentbehrlich ist. Die Zuschüsse für die Antidiskriminierungsarbeit sind um mehr als 100.000 Euro gekürzt worden. Unsere Erwartung ist, dass dies nicht zulasten der Projektförderung nach Integrationsvorhaben wie dem Thüringer Integrationskonzept geht und auch nicht bei der Antidiskriminierungsarbeit oder beim Queeren Zentrum beispielsweise stattfindet. Gerade wenn wir uns Gewalttaten und Übergriffe im Laufe der CSDs, haben wir das ja leider erleben müssen, auf immer wieder queere Menschen auch wahrnehmen müssen, wissen wir, da gibt es viel zu tun. Jetzt zum ganz großen Bereich Bildung. Der Bildungshaushalt ist insofern besonders, vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, dass dieser in den Chefgesprächen nicht wirklich geeint werden konnte. Der Ansatz vom Bildungsministerium lag rund 400 Millionen über den Vorgaben vom Finanzministerium. Den größten Teil machen hier übrigens Personalkosten aus. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer, davon sind wir alle überzeugt. Wir brauchen mehr Erzieherinnen, wir brauchen mehr Schulsozialarbeiterinnen etc. Und da kann man nicht immer so vom Kürzen und der Bürokratie sprechen, wenn man auf der anderen Seite weiß, dass uns an allen Ecken und Enden Personal fehlt. Und die Konsequenz dieser Nichteinigung ist aber, dass sich im Haushalt beispielsweise die beiden Gesetzesnovellen, die wir im parlamentarischen Verfahren haben, das Kindergartengesetz, wir werden morgen früh darüber diskutieren, und das Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz noch gar nicht wiederfinden. Das heißt, es fehlen noch 93 Millionen, die sich in diesem Haushalt noch gar nicht finden und für die wir zusätzliche Mittel finden müssen, bereitstellen müssen. Ich bin davon überzeugt, wir sind davon überzeugt, dass jeder Euro, den wir in Bildung investieren, sich vielfach rechnet, weil wir uns Folgekosten sparen, die extrem teuer sind.
Wir begrüßen die Finanzierung der Schulverwaltungsassistenten, die die Schulleitungen untersuchen sollen, auch wenn sie bislang nur ein Pilotprojekt sind. Ebenso wichtig, und dafür haben wir uns auch immer ganz besonders eingesetzt, ist die Weiterfinanzierung der Programme Vielfalt vor Ort und Sprachkitas. Sie wissen das, das Land führt mit eigenen Mitteln die Bundesprogramme fort und dafür stehen im Entwurf 15 Millionen Euro. Außerdem begrüßen wir die Verbesserung in der Kindertagespflege, die haben wir hier auch gemeinsam beschlossen, auch die Weiterfinanzierung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen. Und weitere wichtige Punkte des Einzelplans sind die Steigerung der Jugendhilfe für unbegleitete Minderjährige um 4,8 Millionen. Das ist schlichtweg der Tatsache geschuldet, dass mehr junge Menschen zu uns kommen. Genauso wie eben auch die überfällige Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe. In den anstehenden Verhandlungen wollen wir uns außerdem dafür einsetzen, dass die Arbeitszeit der Horterzieherinnen auf 100% angehoben wird. Das sind 15 Millionen, die das Bildungsministerium gern wollte. Das Finanzministerium hat es anders gesehen, werden wir diskutieren müssen. Weiterhin wollen wir ja mit dem Kindergartengesetz Qualitätsverbesserung erreichen. Die notwendigen Kosten für das Zentrum frühkindliche Bildung, geht es um Qualität, liegen bei 300.000 Euro für das Jahr 2024. Die Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:12 für die 3- bis 6-Jährigen, vor allem auch die Vereinheitlichung, wird uns etwa 35 Millionen Euro kosten. Auch die sind bisher nicht im Haushaltsentwurf enthalten. Und darüber hinaus fehlen, wie auch schon angesprochen, die benötigten Mittel für das Kinderjugendhilfeausführungsgesetz. Da geht es zum Beispiel um die Schulsozialarbeit. Hier meinen wir, braucht es 11 Millionen mehr für weitere 210 Stellen. Wir wissen, da sind wir lange noch nicht in allen Schulen vertreten, aber es ist ein wichtiger Schritt genau auf dem Weg dahin. Und auch die Vergütung für Anerkennungspraktika. Auch hier wird also intensiv verhandelt werden müssen. Justiz und Migration. In dem Bereich liegen unsere Schwerpunkte bei der Integrationsförderung, Sozialbetreuung und Sprache. Ich will mich hier nochmal bei allen ganz herzlich bedanken, gerade auch in den Kommunen, die sich um die Aufnahme und Integration geflüchteter Menschen bemüht haben. Ganz, ganz viele haben hier in Thüringen eine neue Heimat gefunden, gerade auch Geflüchtete aus der Ukraine, die vor diesem furchtbaren Krieg fliehen mussten. Und selbstverständlich muss sich das aber auch abbilden, weil diese Menschen auch betreut werden müssen. Der Ansatz für Integrationsförderung im Rahmen des Integrationskonzeptes ist gleich geblieben. Das ist sportlich sozusagen, weil es eigentlich mehr Gelder bräuchte, um zum Beispiel die Sozialbetreuung zu gewährleisten und auch die gestiegenen Mehrkosten auszugleichen. Und ebenso unverständlich, ja auch politisch sicher nicht hilfreich, meinen wir, sind Kürzungen im Bereich der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge. Denn Migration und Integration genauso wie die Fachkräfteeinwanderung sind Kernaufgaben der Gegenwart und auch der unmittelbaren Zukunft. Und jeden Euro, den wir hier kürzen, kostet uns im Nachhinein doppelt und dreifach. Davon sind wir fest überzeugt. Weil vorhin so getan wurde, als ob in dem Bereich gerade mit Blick auf die Unterstützung der Kommunen nichts passiert ist, will ich an die Flüchtlingskostenerstattungsverordnung erinnern, über die wir ja hier nun wirklich trefflich gestritten haben. Wir sind zu einem Paradigmenwechsel gekommen, dass endlich jeder vorgehaltene Platz finanziert wird und nicht mehr nur jeder besetzte. Das war ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Forderung der Kommunen. Und da ist es schlichtweg unredlich, wenn sich Herr Vogt hier vorne hinstellt und sagt, da wäre nichts passiert und die Kommunen würden im Regen stehen bleiben. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben die Bundesmittel 1:1 weitergereicht und wir haben eine neue Flüchtlingskostenerstattungsverordnung. Und das muss hier auch mal genannt werden. Es kostet aber eben dann auch etwas mehr. Im Bereich Innen- und Kommunales will ich benennen die Forderung von unabhängiger Antidiskriminierungsberatung und auch die Beratung gegen Hate Speech. Wenn Sie sich mal anschauen, was es so für Kommentare im Netz jetzt sicherlich auch zu dieser Beratung im Plenum gibt, dann werden Sie sehen, wie wichtig das ist. Die aktuellen Entwicklungen in Thüringen, geprägt von Hetzkampagnen, Diskriminierungen, rassistischen Angriffen und Antisemitismus, sind jedenfalls aus unserer Sicht extrem besorgniserregend. Und in dieser Zeit ist es von großer Bedeutung, dass wir uns ganz aktiv für eine sichere und inklusivere Gesellschaft einsetzen, auch im digitalen Raum. Und dazu gehören Präventions- und Beratungsarbeit. Die muss auch tatsächlich untersetzt sein, genauso im digitalen Raum, wie sozusagen auch im Alltag sich extrem rechten und menschenfeindlichen Narrativen entgegenzusetzen. Und deshalb müssen wir in den kommenden Beratungen Mechanismen finden, um auch eine institutionelle Förderung für kompetente Initiativen zu etablieren. Und zum anderen geht es auch um die umfängliche Finanzierung der Polizeibildungseinrichtungen. Die Investitionen und Förderungsmaßnahmen in unsere Polizeibildungseinrichtungen sind extrem wichtig, das wissen wir alle. Wir brauchen gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten und es ist ganz entscheidend, dass wir ausreichend Bewerberinnen und Bewerber für diesen anspruchsvollen Beruf begeistern. Deshalb müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie die Polizei zukunftsfähig und attraktive Arbeitgeberin werden und auch bleiben kann.
Der Ansatz des lebenslangen Lernens ist auch hier entscheidend, damit Polizistinnen und Polizisten immer wieder auch in die modernen Bildungseinrichtungen zurückkehren können und sich weiterbilden. Und unser Ziel bleibt es, den Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft gerecht zu werden, indem wir demokratische Werte in den Lehrplänen vertiefen und die Sensibilisierung für kulturelle, religiöse Vielfalt und auch für sexuelle Selbstbestimmung fördern. Die geplante Einführung von den Bodycams, ich will es ansprechen, für die Thüringer Polizei zeigt den Willen, die Sicherheit der Polizeibeamtinnen und die Aufklärung von Straftaten zu verbessern, um die Arbeit der Polizei effektiver zu gestalten. Im kommunalen Bereich werden übrigens die Schlüsselzuweisungen für Gemeinden und Kreise gegenüber dem Vorjahr weiter erhöht, hören Sie gut zu, gerade auch aus der CDU. Und auch der Mehrbelastungsausgleich für die Wahrnehmung von staatlichen Aufgaben steigt. Das ist ja immer gefordert worden mit dem lauten Wort Konnexität. Genau richtig, selbstverständlich, wenn Aufgaben übernommen werden, müssen sie auch bezahlt werden und das passiert. Die Landesregierung leistet also ihren Beitrag, dass die Kommunen ihren Aufgaben nachkommen können. Die Kommunen stehen allerdings auch angesichts der Klimakrise vor Herausforderungen, die ebenfalls finanziert werden müssen. Deshalb irritiert es zumindest uns, dass die Finanzmittel für Kur- und Erholungsorte einerseits deutlich steigen, die Zuweisungen für den Klimaschutz und dringend notwendige Maßnahmen zur Anpassung an die Klimafolgen trotz Inflation aber nur gleich bleiben. Hier wollen wir in den anstehenden Verhandlungsrunden noch mal nachjustieren. Und vor dem Hintergrund der Klimakrise stehen auch die Feuerwehren übrigens vor neuen Herausforderungen. Zugleich setzen der demografische Wandel und veränderte Lebensentwürfe auch das Ehrenamt unter Druck. Wir können uns nicht alleine nur auf Ehrenamt verlassen. Wir wissen, alle funktionierendes Ehrenamt braucht ein gut finanziertes Hauptamt. Nur das ist sozusagen im Verbund denkbar. Und mit der einmaligen Feuerwehrpauschale haben wir im letzten Haushalt die Feuerwehren tatkräftig unterstützt. Folgerichtig ist, dass die Landesregierung im Haushaltsentwurf nun auch regelmäßige Zuweisungen für die Feuerwehrhäuser, neue Fahrzeuge und auch moderne Geräte um rund 900.000 Euro auf 13,5 Millionen Euro aufstockt. Jetzt komme ich zu Soziales und Verbraucherschutz. Wir wissen alle, gerade in Zeiten der Unsicherheit ist die wichtige Arbeit der Verbraucherinnen und Verbraucherberatung, auch der Verbraucherinsolvenzberatung, ganz entscheidend. Hier dürfen die Mittel nicht kürzen, sie müssen gekürzt werden. Wir brauchen da tatsächlich eine Verstetigung. Gerade in der krisengeschüttelten Zeit brauchen wir niedrigschwellige Zugänge zur Verbraucherenergie und eben auch zur Insolvenzberatung, und zwar überall im Land, transparent, barrierefrei und für jede und jeden tatsächlich gut verständlich. Deshalb war und ist es auch gut und wichtig und richtig, diese Posten im Jahr aufzustocken und den Stand zu halten, wie wir das im letzten Jahr schon getan haben, um den erhöhten Beratungsbedarfen tatsächlich auch Rechnung zu tragen. Die Mittel für die Arbeit der im vergangenen Jahr eröffneten Beratungsstelle für Sexarbeitende werden erhöht. Ebenso steht die lang geforderte Erhöhung der Mittel für die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung im Entwurf. Erfreulich ist auch die Verbesserung der finanziellen Ausstattung von Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsförderungsgesetz und der Istanbul-Konvention, zu der wir uns ja auch verpflichtet haben, sie umzusetzen. Damit können wir die Einrichtungen im Freistaat besser finanziell ausstatten, die von häuslicher Gewalt bedrohten Menschen Zuflucht, Unterstützung und Beratung bieten. Ebenso freut es uns, dass es auch 2024 weitergehen soll mit dem Thüringer Drug-Checking-Projekt und dem weiteren Aufbau der Welt der Versuchung, ein wichtiges Bildungsprojekt, gerade im Bereich der Suchtprävention. Bedauerlich ist allerdings, dass an den Geldern für Investitionen in Thüringer Tierheime gekürzt wird. Ich will das hier mit benennen. Wir wissen, dass alle dort herrschen, zum Teil schlimme Zustände, und die Vereine sind dringend auf Unterstützung angewiesen. Was die hochwertige Versorgung mit Hebammenleistungen in Thüringen angeht, geben wir uns mit den eingestellten Mitteln zufrieden, erwarten aber auch zügig weitere finanzielle Anreize, um die Anzahl der freiberuflich und vor allem auf dem Land tätigen Hebammen zu erhöhen. Ich weiß aber, dass da auch die Ministerin im engen Kontakt ist. Zum Thema Klima- und Umweltschutz. Extremwetterereignisse muss ich hier nicht weiter ausführen. Wir wissen es, alle treffen uns immer wieder und immer häufiger. Die Mittel für die Niedrigwasserstrategie konnten nun auf über 1,1 Millionen Euro leicht angehoben werden. Beim Hochwasserschutz und der Gewässerunterhaltung gibt es erhebliche Aufwüchse. Die sind allerdings auch erforderlich in Höhe von 8 Millionen Euro. Und für den kommunalen Klimaschutz konnten die Mittel für den Klimapakt, das sind übrigens 30 Millionen, die finden Sie im Einzelplan 17, wen das interessiert, und das Förderprogramm Klimainvest, das sind 16 Millionen, nach dem hohen Aufwuchs aus 2023 immerhin auf dem gleichen Niveau gehalten werden. Damit sind Investitionen in die Energiewende, in Klimaanpassungsmaßnahmen oder in Klimaschutzmanagerinnen vor Ort getätigt worden. Für die TEGA sind 1,5 Millionen Euro mehr eingestellt. Und das dringend benötigte Beratungsangebot kann somit auch fortgeführt werden. Leider können die riesigen Herausforderungen der klimaneutralen Transformation weder mit den Mitteln aus dem Einzelplan 9 noch
noch aus dem regulären Haushalt allein bewältigt werden. Wir bekräftigen daher unsere Forderung nach der Einführung eines Zukunftsfonds. Da erinnere ich gern noch mal an einen Beschluss hier aus dem Hohen Haus in der Drucksache 7/79/16. Lassen Sie mich noch ein paar Punkte zum Verkehrsbereich sagen. Hier lässt sich vielleicht nicht immer eine ganz klare Linie erkennen mit Blick auf die Erreichung von Klimazielen. Wir haben das ja gestern schon in einer Aktuellen Stunde intensiv diskutiert. Besonders deutlich zeigt sich das im öffentlichen Personennahverkehr. Im Haushaltsentwurf des Ministeriums wurde der integrierte Taktfahrplan, also quasi die grüne Mobilitätsgarantie, mit einem engmaschig gut vertakteten Busnetz gestrichen. Halten wir jedenfalls nicht für klug. Für 2024 war die modellhafte Umsetzung im Saale-Orla-Kreis für mehrere Millionen Euro geplant. Jetzt stehen stattdessen 360.000 Euro für Verwaltungsausgaben im Zusammenhang nur mit dem integrierten Taktfahrplan. Lange geforderte Reaktivierungen von Schienenstrecken sollen auch nicht umgesetzt werden. Stattdessen sind Mittel für Studien im Haushalt eingestellt. Und auch im Bereich Radverkehr gibt es leider keine Mittelaufwüchse im Vergleich zum letzten Haushalt. Damit gibt es hier leider auch, müssen wir ehrlich sagen, keinen Fortschritt. Gleichzeitig erhält der Haushalt Millionenzuwächse für Planungsleistungen für Straßenneubauprojekte, während klar ist und auch unser Fachgespräch im März gezeigt hat, die Mittel sind für die Bestandserhaltung schon knapp. Und es bedarf ganz dringend einer Neupriorisierung, auch und gerade im Bereich des Straßenbaus. Wir jedenfalls wollen, dass die Verkehrswende in Thüringen gelingt und sind gespannt auf sicherlich fruchtbringende Debatten auch zu dieser Frage. Wir werden also in diesem Jahr wieder viel zu verhandeln und viel zu diskutieren haben, bis der endgültige Haushalt für 2024 beschlossen werden kann. Wir hoffen trotzdem, dass uns das im Dezember gelingt. Warum das so wichtig ist, habe ich ja eingangs schon gesagt. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt tatsächlich im Landtag ohne größere Verzögerungen zu einer guten Anhörung und Beratung, die natürlich immer passieren muss, auch kommen und hoffen hier auf ein gutes, konstruktives Miteinander aller demokratischen Fraktionen. Wir jedenfalls sind zu intensiven Beratungen und auch zu vielleicht nicht immer nur schon mitgedachten Lösungen bereit, um uns weiter handlungsfähig und Thüringen attraktiv zu halten. Vielen herzlichen Dank.